Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In diesem Video heute lernen wir die lokalen Präpositionen für die Frage woher. Los geht's! Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist es im Deutschen gar nicht so einfach, immer die richtige lokale Präposition zu finden. Speziell, weil diese Präpositionen so unterschiedlich sind. Wir haben Präpositionen für die Frage wohin, wo und woher. Für die Frage wo und wohin habe ich schon Videos gemacht und die findet ihr unten in dem ersten Kommentar. Und ich kann euch nur empfehlen, diese Präpositionen ordentlich zu lernen, weil es einfach super schön klingt, wenn ihr das korrekt sprecht. Und damit ihr wisst, wie gut ihr bei den lokalen Präpositionen für die Frage woher seid, beginnen wir mal mit einem kleinen Test. Und wie war der Test? Wie viele hattet ihr richtig? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Dann erkläre ich euch jetzt kurz die Theorie, wie funktioniert das genau. Und dann gibt es am Ende nochmal einen Test, aber dieses Mal müsst ihr die Präpositionen ganz alleine finden. Die gute Nachricht ist, und das habt ihr ja gerade schon gesehen, bei der Frage woher benutzen wir eigentlich nur zwei Präpositionen. Und das sind von und aus. Von benutzen wir für Personen, Aktivitäten, Institutionen, Firmen, für Namen, Strand, Flughafen, Bahnhof und Gewässer. Natürlich können wir hier nicht einfach immer nur von benutzen, sondern wir brauchen manchmal auch noch einen Artikel. Deshalb haben wir folgende Kombinationen. Wir haben von alleine, dann haben wir vom oder auch von meinem, wenn wir das mit einem Possessivartikel kombinieren möchten. Wir haben von der oder auch von meiner und wir haben für den Plural von den oder auch von meinen. Das sind also alle Variationen, die wir mit dieser Präposition haben können. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Ihr wisst ja garantiert, dass man für Namen oder auch für Namen von Firmen im Deutschen keinen Artikel benutzt. Das heißt, hier brauchen wir einfach nur die Präposition von. Zum Beispiel, ich komme von Andreas oder ich komme von Mediamarkt. Dann ein paar Beispiele für vom oder von meinem. Ich komme vom Arzt, vom Meer oder von meinem Bruder. Diese Variante brauchen wir natürlich, wenn das Substantiv, was folgt, maskulin oder neutral ist. Wir haben zum Beispiel der Arzt oder das Meer. Dann ein paar Beispiele für von der oder von meiner. Das brauchen wir natürlich, wenn ein Substantiv folgt, das feminin ist. Ich denke, das ist klar. Zum Beispiel die Arbeit oder die Schwester. Ich komme von der Arbeit oder ich komme von meiner Schwester. Und noch ein Beispiel für Plural, von den oder von meinen.
Mit dem bestimmten Artikel benutzen wir das fast nie, aber von meinen benutzen wir schon. Zum Beispiel, ich komme von meinen Eltern. So, das war dann schon alles zur Präposition von. Kommen wir jetzt zur zweiten wichtigen Präposition und das ist aus. Auch bei aus haben wir wie bei von die gleichen Optionen. Aus kann alleine stehen. Wir haben aus dem oder aus meinem, aus der oder aus meiner und für den Plural aus den oder aus meinen. Ich kann euch aber gleich schon mal sagen, dass wir das selten mit einem Possessivartikel kombinieren. Also aus meinen oder aus meiner benutzen wir sehr selten. Aber ein paar Situationen gibt es und ich gebe euch gleich ein Beispiel. Die Präposition aus brauchen wir für Gebäude oder auch Zimmer und natürlich für Länder und Städte. Wie ihr wisst, haben die meisten Länder und alle Städte keinen Artikel, das heißt, hier brauchen wir dann nur die Präposition aus. Zum Beispiel, ich komme aus Berlin oder ich komme aus Spanien. Dann haben wir aus dem oder auch selten aus meinem. Zum Beispiel, ich komme aus dem Kino, aus dem Iran oder aus meinem Zimmer. Warum haben wir bei Iran hier aus dem und nicht nur die Präposition aus? Weil Iran ein Land ist, was einen Artikel hat. Es gibt nicht viele, aber Iran ist eins davon. Es ist der Iran, also ich komme aus dem Iran. Und hier noch ein kleiner Hinweis. Ihr werdet im Deutschen oft hören, dass Menschen sagen, ich komme vom Kino oder ich komme aus dem Kino. Und beide Varianten sind okay. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Wenn du sagst, ich komme aus dem Kino, dann betonst du, dass du aus dem Gebäude kommst. Wenn du sagst, ich komme vom Kino, dann klingt das eher wie eine Aktivität. Michael kommt aus dem Kino. Hi Michael. Schön dich zu sehen. Woher kommst du gerade? Ich komme vom Kino. Das ist aber nur ein kleiner Unterschied. Theoretisch könnt ihr beides benutzen. Dann ein paar Beispiele für aus der oder wieder selten aus meiner. Ich komme aus der Bäckerei, aus der Türkei oder aus meiner Küche. Und ein Beispiel im Plural habe ich auch noch für euch und das ist, ich komme aus den USA. Normal ist das die USA, aber das ist Plural. Und dann gibt es nur noch eine Kleinigkeit, wie kombiniere ich das mit zu Hause? Das ist ganz einfach, hier benutze ich auch die Präposition von. Das heißt, wenn du mich fragst, Benjamin, woher kommst du gerade, dann sage ich komme von zu Hause. So, dann haben wir alles geklärt, was ihr über dieses Thema, also die lokalen Präpositionen für die Frage woher, wissen müsst. Dann kommt jetzt der große Abschlusstest und ich bin gespannt, wie gut das bei euch funktioniert.
So Leute, dann sind wir jetzt am Ende von diesem Video. Bitte schreibt unten in die Kommentare, ob das bei euch gut funktioniert hat oder nicht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald mit einem neuen Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.